Diese Sendung bietet mit Ihnen 4WD, internationales Allradmagazin und Botros Tours. Willkommen, meine Damen und Herren, bei Sky and Fly. Wir wollen uns heute ausführlich mit einer Legende der österreichischen Fliegerei befassen, nämlich mit Sigi Angerer. Er ist gewissermaßen der Light Bull, der Flying Bulls, der Red Bulls. Und zwar zur Luft, zur Erde und auch zu Wasser. Genauer gesagt, auf dem Mattsee. Sigi, wann hast du eigentlich bemerkt, dass du Flügel hast? Ja, ich denke so zurück, da war ich 4 bis 5 Jahre alt. Sicher ein Flieger bei uns über das Dorf fliegen. Da haben wir gedacht, da muss ich drin sitzen. Weißt du noch, welcher das war? Das war, glaube ich, ein Cessna 150, irgendeine kleine Schulmaschine. Die hat einen Kreis gemacht über uns, die haben wir eingebildet, da muss ich rein. Ja, ich bin in eine ganz andere Flieger reingekommen letzten Endes. Und war das von Haus aus daheim gewünscht, dass du dich zur Fliegerei bekennst? Nein, überhaupt nicht. Es hat, niemand hat was gehalten davon. Im Dorf hat es ja keinen Flugplatz gegeben, weit und breit. Und damals wollte jeder Lokomotivführer oder Schlosser werden für die Buben. Und ich wollte Pilot werden, also das war nicht normal. Und dann habe ich auch gesagt, ich will Lokführer. Und das haben sie verstanden und da habe ich meine Ruhe gehabt. War aber nie ernst gemeint. Und wann hast du begonnen, echt zu fliegen? Mit 15 habe ich dann Segelfliegen angefangen in Timmersdorf bei dem Alpine Sportfliegerclub. Allerdings Fliegen war erst an 10. Stelle, der Rest war Arbeiten, Winden, Fahren, Flieger herrichten, Fliegerschirm und vielleicht 5 Minuten Flugzeit am Tag und 10 Stunden Arbeitszeit. Und die Fliegerei hat dich dann nicht, wie so viele, nicht mehr losgelassen? Nein, also ich habe mir das schon fix vorgenommen, dass ich das durchziehe und viele Freunde haben mit mir angefangen, die haben dann aufgegeben, weil eben die Arbeit doch nicht so einfach war. Geld haben wir nicht so gehabt, dass wir das selber zahlen hätten können, aber ich habe es dann durchboxt mit meiner bekannten Sturheit und natürlich mit viel, viel Glück. Und du wolltest von Haus aus Berufspilot werden? Ja, auf jeden Fall. Mein Plan war ja, dass ich beim Militär bleibe und die Ausbildung mache. Aber wie ich dann die 9 Monate abgedient habe, habe ich gesehen, das ist nichts für Individualisten. Bin ich wieder weggegangen und dann letzten Endes habe ich den privaten Laufweg gemacht. Habe ich selber gezahlt oder erarbeitet. Hat natürlich ein paar Jahre länger gedauert als geplant, aber es hat sich gelohnt. Hat gut funktioniert und bin richtig happy damit. Du warst ja oder bist ja auch Linienpilot. Ja, ich war der erste Tirolien-Pilot, der mit der Tirolien nach Wien geflogen ist, von Innsbruck. Hochjürgen und ich. Und am 1. April 1980. Seniority One. Sag, und die Linienfliegerei ist da dann zu langweilig geworden? Also das, am ersten Tag weg habe ich mir gedacht, was habe ich verbrochen, dass ich mit dem Ding fliegen muss. Und das hätte ich aufgehört, ehrlich gesagt, und habe dann darauf gedrängt, dass wir die Businessfliegerei ablösen bei Swarovski aus dem Tirolienbetrieb und habe dann neu angefangen mit Businessjets. Und das war eigentlich dann der Weg rund um die Welt und das war die wirkliche Fliegerei, die ich mir erträumt habe, die auch ähnlich heute noch macht in unserer Firma.
Und es ist ja dann eine gewisse Sucht entstanden, Flugzeuge, nicht nur besondere Flugzeuge, nicht nur zu fliegen, sondern sie auch zu besitzen. Also der Besitz war mir nie wichtig, muss ich sagen. Ich wollte damit fliegen und bohren tut ja sowas niemand. Also geht es nur entweder über Militär oder Millionär. Aber sagen wir, das riskanteste Unternehmen war doch der Kauf der Corsair, die du allein gekauft hast, eigentlich ohne Perspektive. Na, Perspektive war schon da, weil ich habe mir schon ausgerechnet, dass die mehr wert wird. Es hat ja nur 12 gegeben zu der Zeit auf der ganzen Welt. Ich habe die Chance gehabt, das zu kaufen. Habe alles riskiert, was ich gehabt habe, habe mein ganzen Besitz eigentlich hergegeben dafür. Habe die gekauft, habe keine Schulden gehabt und habe mir ausgerechnet, dass ich vielleicht in 5 bis 10 Jahren die wesentlich teurer verkaufe, dadurch meine Betriebskosten abdecke und zumindest damit gratis geflogen bin. Wie ist denn überhaupt dieses Sponsorship zustande gekommen? Wie hast du denn Didier Mateschitz kennengelernt? Oder ist der plötzlich vorbeigekommen und hat gesagt, ich sponsor dich und die Geschichte hat sich? Ja, fast so war es. Nein, ich hab schon ein bisschen dran gedreht. Der Didi hat 2 Mitfluggelegenheiten gezahlt gekriegt zum Geburtstag von einem Freund von ihm. Ich habe einen Rücksitz gehabt auf der Corsair. Jetzt habe ich seine damalige Lebensgefährtin zuerst genommen, mit dem Hintergedanken, wenn ich die Flügel abklappe, halt Pulverleitflügel, man denkt, vielleicht zündet da was. Ich habe nicht gefragt, nichts. Und es war tatsächlich so, nach seinem Flug hat er mich gefragt, ob ich so und so viel Geld, war nicht besonders viel, da Red Bull draufschreiben täte. Ich habe mir gedacht, naja, viel Geld ist nicht, aber ist ein netter Typ, das mache ich. Und das ist dann doch wesentlich teurer geworden, als er glaubt hat letzten Endes. Ja, aber es ist daraus entstanden, also ein unglaubliches Flugzentrum, das du ja initiiert hast in Salzburg, der Hangar 7. Da bist ja du eigentlich der Geburtshelfer oder der Vater. Ja, stimmt. Die Idee, sagen wir, die Form ist natürlich in Didis eine Idee gewesen, aber den Grundstein habe ich sicher mit der Corsair gelegt. Ohne Corsair wären wir nicht da. Und viele Leute hätten bei uns, das heißt, das gibt es überhaupt gar nicht in dem Fall, ne? Gäbe es nicht. Und das war die Corsair. Und was ist das Besondere an der Corsair? Ich meine, es ist auch ein Kriegsflugzeug, ist wahnsinnig teuer, ist wahnsinnig stark. Aber warum wünscht man sich so ein Flugzeug? Ja, das ist eigentlich sowas gewesen wie 2 Lottotreffer auf einmal. Das Flugzeug habe ich ewig schon gekannt. Das war mein Traumflugzeug, das war meine Vorstellung. Ich habe aber nie ein wirkliches gesehen. Also ich habe nur gesehen, der hat einen Knickflügel und ist relativ groß durch die Fotos, die ich halt gesehen habe. Und als ich das erste Mal davor gestanden bin, da war ich ja überwältigt, wie groß das Ding ist. Und dass ich dann wirklich eine haben sollte, das war auch noch fern, also das war schon ein kleiner Traum. Also das hat sich schon abzeichnet am Horizont. Aber 2 Jahre später, dass der Besitzer sagt, na, wie viel Geld kannst du zusammenbringen? Und wenn ich dann in Österreich weiterfliegen darf damit, dann haben wir einen Deal. Also da hat es mich umgehauen. Ne? Und das habe ich dann gemacht und tatsächlich hat er das dann auf Handschlag mir gegeben. Also ich habe schon fliegen können damit, ohne dass ich jemals einen großen Zeit hätte. So vertraut hat er mir. Ne? Aber was ich faszinierend finde, und also ich kann das gar nicht nachempfinden, dass man ein derartiges Flugzeug oder auch die Lightning, die sind einsitzige Flugzeuge. Du siehst das, du lässt das Flugzeug herrichten und dann studierst du die Betriebsanleitung und dann fliegst du ganz allein damit. Also ich hätte die Todesangst. Naja, ich habe nicht Todesangst gehabt, sondern finanzielle Angst, weil das Flugzeug war ja nicht versichert. Mein ganzes Geld war in dem Flugzeug, bin ich nie damit geflogen und einmal muss ich es tun. Ne? Und erlebt man da nicht Überraschungen bei diesem Erstflug mit einem Flugzeug, das so wahnsinnig stark ist und natürlich auch sehr heikel? Ja, ich habe ja schon ein bisschen Voraussetzungen gehabt durch die Grammen Witschen, die ähnlich sind im Boden verhalten hat und durch die T28, die auch schon 1400 PS gehabt hat. Also das war nicht überraschend, aber was mich wirklich überrascht hat, wie ich dann wirklich Gas gegeben habe, Ladedruck über 50 Zoll, da bricht die Hölle los da vorne. Also das war gewaltig und das kann ich heute noch nicht verstehen, wie ich das wirklich geschafft habe. Heute würde ich mir das nicht trauen, das ist eine logische Überlegung. Ne? Aber es war völlig problemlos. Ich bin 2 Tage nur gerollt, habe alles angeschaut. Ich habe sowieso alles auswendig gewusst, von vorher schon alle Bücher gelesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt fliege ich. Gas geben, abgekommen, eine halbe Stunde geflogen, probiert landen in der Luft einmal so. Versuchslandung. Das ist toll, ne? Ja. Und dann bin ich wirklich gelandet, war eine super Landung. Der Start war nicht so toll, den hat es mir ein bisschen verzogen, weil meine Wadeln ein bisschen zu dünn sind. Das ist überhaupt das Leiden bei den Warbirds, weil ich halt so Spatzenwadeln habe, statt, naja, ich habe die Bergschau an manchmal. Die
P-38 Lightning ist die neueste Erwerbung der Flying Bulls. Warum ausgerechnet diese Maschine, Sigi? Lightning gibt es nur 4 auf der Welt, die zurzeit fliegen. Und ich habe gerade die Gelegenheit gehabt, dass ich eine kaufen habe können. Und dann haben wir es gekauft. Was ist das Faszinierende an der Maschine? Dass man allein fliegt mit so einem großen zweimotorigen Flugzeug, ist eine gewisse Anforderung. Das ist so, wie wenn man halt den Berg, die senkrechte Wand drauf geht. Kann man vergleichen. Und es ist für die 30-Jahre-Technik ausgesprochen toll entwickelt. Sich fliegt schnell, ist stabil und einfach wunderbar. Cadillac der Lüfte. Und der nächste Coup, der große Coup, war ja die DC-6. Ja, das sind lauter Zufälle eigentlich. Die haben wir nicht wirklich geplant gehabt, die ganzen Dinge. Nicht? DC-6 habe ich schon lange gewusst, dass die haben. Das ist die letzte, die keine Frachtversion ist, also die Passagierversion war. Dann habe ich schon einmal die gefragt, ob sie es irgendwann verkaufen wollen. Haben sie gesagt, nein, nie im Leben. Und durch einen Zufall sehe ich dann einen Zeitungsausschnitt, dass sie pleite gegangen sind. So haben wir gedacht, der Flieger steht herum. Und dann habe ich dort angerufen in Windhoek. Der sagt, ja, er hat schon ein Angebot für Mittwoch, es war Montag. Montagabend sind wir schon losgeflogen. Dienstag waren wir in Windhoek. Vorweg geflogen, haben das Flugzeug gekauft.